Hallo liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 in der Unternehmen Seelöwe-Mission. Ich habe ja beim letzten Mal angekündigt, wir starten das Ganze neu. Ich habe jetzt auch nochmal die Einheiten etwas verlegt. Ich habe zum Beispiel eine Flak hierhin verlegt. Ich habe hier den Flugplatz jetzt komplett umbesetzt. Ich habe die Jäger ein Stück hier rüber gezogen. Und ich habe einen Strategen hier hochgezogen, dass wir uns also wirklich bündeln auf Calais bzw. hier auf Cherbourg. Wir werden am Anfang wirklich versuchen, uns erstmal zurückzuziehen, dass wir zumindest außerhalb seiner Jäger sind, außerhalb der Reichweite seiner Jäger, und die Schiffe eventuell einzeln ranholen können und dann wirklich gebündelt angreifen können. Nicht hier einfach so wirklich komplett planlos, es war unwissend. Nennen wir es mal so. So, hatte ich den Helden hier vergeben? Ja, der ist drauf. Gut, mal gucken, ob es jetzt besser läuft. Ich hoffe. Und dann starten wir einfach mal. So, wir fangen wieder hier drüben an. Wir ziehen die Schiffe hier zurück. Wir bündeln die. Und versuchen das Ganze etwas schlauer anzugehen. So, hier. Können wir mit dem auf jeden Fall draufkacken. Bleibt auf 1 stehen. So, jetzt haben wir hier die Köln. Kann die Köln den rausnehmen? Yes. So. Den ziehen wir zurück. Gut, dann geben wir dem Ganzen Geleitschutz. Den lassen wir mal noch stehen, um jetzt zu gucken, wie wir hier oben agieren. Hier haben wir ja das Problem, dass er uns hier ziemlich zusammenschießt. Wir bewegen erstmal die Einheiten ins Landesinnere. Wir bewegen die Flak hier hoch. Jetzt habe ich einen Strategen mit hier hochgenommen. Wen von den beiden wollen wir da jetzt? Das ist ein Großkampfschiff. Das ist ein Zerstörer. Auf den Zerstörer machen wir eine 4. Wir kommen im Moment an nichts weiter ran. Auf den machen wir eine 6. Das U-Boot nimmt das Ding aber nicht raus. Krass. Nee, okay, gut. Der 15er geht mal. Der 21er geht mal hier hoch. Wir greifen da noch an. Greifen das Vieh an und jetzt gucken wir mal, wie wir hier eventuell mit unseren Jägern arbeiten können. Wir schicken mal einen als Support da hoch auf das U-Boot, damit es das nicht angreifen kann, damit sie mit dem Flieger nicht angreifen können. So, dann mach erstmal ihn. So,
So, jetzt haben wir noch einen Jäger übrig. Warte mal, kann das Kanonenboot... Das kann gar nichts ausrichten. Das ist Schnellboot. Das ist für mich immer ein Kanonenboot. Aber das kann, macht gar nichts. Das kriegt 0. Minus 5, 0. So, wir haben noch zwei Jäger. Damit können wir... ihm den Bomber vom Himmel holen. Okay. Das Learning war ja, dass hier der Swordfish extrem gefährlich für uns ist. So, wir gehen mit denen mal auch ins Landesinnere. Wieso kann er auf einmal in den Kriegsnebel reinfahren? Das ist doch ein... Hat der ein Feature dafür? Hä? Warum kann der auf einmal... Warum konnte der in den Kriegsnebel da rein... Verstehe ich gerade nicht. So, die Flak geht direkt hier drauf. Jetzt haben wir hier noch einen Jäger. Oder der Tiger auch nochmal. Weg aus der Reichweite von ihm. Kommen die noch eventuell hier hoch? Oh yes, kommen sie. Ja, dann... Guck mal, dann können wir nämlich ihn und ihn als Geleitschutz mitgeben. Und jetzt haben wir hier noch einen Strategen, der... Ja gut, ne? Also das machen wir jetzt wieder nicht. Ne? Das machen wir nicht, definitiv nicht. Sondern wir bewegen euch erstmal zurück. Das Schnellboot geht hier hin. Und einen Jäger setzen wir jetzt da als Verteidigung hin. Ansonsten ihn einfach weg dort, damit er gar nicht angegriffen werden kann. Und jetzt bin ich mal gespannt. Das sieht auf jeden Fall... deutlich besser aus, würde ich meinen. Die Artillerie gehen wir mal mit hier hoch. Wenn der wieder an die Küste ranfährt, ist das ja okay für uns. Wir haben hier noch ein Schnellboot. Aber das bringt auch nichts da anzugreifen. Fahr mal in den Hafen rein. So, die Hummel geht mal dahin. Der Scout... geht dorthin. Okay. Die Arti deckt hier zumindest die wichtigsten Einheiten ab, falls er mit Flugzeugen kommt. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, jetzt haben wir wirklich auch den zweiten, den vierten Strategen benutzt. Bevor nur einen benutzt, ey. So, der ist weggeflogen. Weil er nicht in Reichweite hatte hier hoch. Gut, dann jetzt Rundenwechsel. Oh, eine minus 5 macht er direkt hier. Eine minus 4. Okay, er interessiert sich gar nicht für meine Flugzeuge. Also nicht wirklich, muss man sagen. Was? Er greift, okay. Hm, das erste Schlachtschiff schon raus, oder was? Die Flak da direkt fertig. Okay. Wir müssen hier mal ein bisschen spotten. Gut, er hat sich hier drüben überraschend ruhig verhalten.
Gut, erster Jäger raus. Das Ding war so ekelhaft hier, ne? Die Moskito. Scheiße, ist die fies, ey. Ja, die Wellington und die Moskitos. Das sind jetzt gerade... Ich weiß, man muss den Fokus auf die Jäger legen, nur die setzen meinen Schiffen so zu. Die Jäger können meinem Schiffen nicht wehtun. Das ist der Punkt dabei. Wir müssen irgendwie zusehen, dass er hier rausgeht. Das ist der erste, das ist das erste Ziel. Flugzeug mit drauf. Oh, sehr gut, das war wichtig. So, jetzt können wir uns hier boah, ja, dann ist das U-Boot macht aber okay, das U-Boot kann von hier aus arbeiten. Wir haben doch noch einen EU hier. Okay. So, kommen wir mit den Jägern von hier oben eventuell auch an ihn. Wir kommen auch an ihn, aber das können die Jäger auch dort machen. Oh, guck mal hier. Minus 6 ist natürlich geil, die nehme ich mit. Natürlich! Oh, wie bitter ist das denn? Oh, das ist so bitter. Das ist so richtig bitter, bitter, bitter. Da hätten wir einen Jäger frei gehabt, um uns hier um die Scheiße zu kümmern. So, das ist eine Spitfire. Die gibt natürlich Geleitschutz. Ne? Wenn ich jetzt hier anfange, die anzugreifen, dann... Wow. Nope. Wir müssen die Spitfire als erstes angreifen. Das nützt nichts. Haben wir noch einen Jäger übrig jetzt? Oh ja, hier. So, er könnte jetzt die Spitfire zumindest vom Himmel holen. So, damit ist der wichtigste Geleitschutz von ihm jetzt erstmal weg. Das Problem ist jetzt, ich muss das Schiff auf jeden Fall... Warte mal, das kann ja noch kämpfen. Wer ist jetzt der... Also der müsste halt rausgehen. Das kann aber eigentlich auch er hier managen.
Jetzt haben wir hier noch einen 5er Jäger. Nee. Das frische ich auf. Okay. Das Schiff. Die Prinz Eugen. Die. Was mache ich denn? Die soll erstmal noch schießen. Meine Güte. Nein, und einfach nicht wahllos klicken, bitte, oh Herr, sondern jetzt erstmal kurz überlegen. Wir müssen jetzt einen Fokus festlegen. Haben wir hier noch mehr Strategen, die uns helfen können? Na, hier. Okay, der kommt jetzt dorthin. Dann ist das das Ziel der Wahl. Jetzt geht er mal verdammt nochmal dahin. Der Punkt ist, wenn ich ihn aber... Kann er jetzt auffrischen, wenn ich ihn... Warte mal, ohne zu schießen. Geh mal da rein. Nee. Gut, dann greif ihn an. Er muss halt tatsächlich null Zug... Also muss nichts verbraucht haben. Das ist jetzt ein echtes Risiko hier. So, du... Aber ich glaube, die Flugzeuge kommen nicht in den Hafen da. Die Zerstörer sind echt ein Witz, ne? So, der Stratege hier. Was mache ich denn mit dem? Kann der noch irgendwas angreifen? Nee, das ist natürlich schlecht. Das heißt, den verlege ich jetzt mal. Und zwar an den Flugplatz. Dann, wir ziehen die von hier oben vermutlich eh mit hier runter. Und deswegen ist das okay. Das U-Boot bleibt mal hier. Jetzt haben wir hier noch ein Schlachtschiff. Oder ist das ein Battleship? Ja, Großkampfschiff. So, das hier hat gegen Schiffe eine 11 und eine Verteidigung von... Steht nicht da. Und das hat gegen Schiffe eine 7. Das heißt... Wir machen zwar mehr Schaden an dem, aber der ist eigentlich die Prio. Oder halt das... Boah, nee, das kriegen wir nicht down, ne? Wir machen hier zwar einen 5er Damage drauf. Also den können wir auf 4 runterschießen und den auf 5. Ist das der letzte Stratege, den wir haben? Ich glaube ja, ne? Ja, nehme ich jetzt 3 Damage im Kauf, um ihn auf 3 runter zu schießen? Oder schieße ich ihn auf 7 runter oder ihn auch auf 7? Mit den Destroyern komme ich auf jeden Fall nicht weit. So gar nicht weit. So gar nicht, gar nicht, gar nicht. Oh Gott. Das ist, also da muss ich zugeben, da fehlt mir noch so ein bisschen die Erfahrung, wie man hier mit den Schiffen kämpft. Bin ich jetzt echt überfordert, muss ich zugeben. Der ist am schwächsten, ne? Der tut uns am wenigsten weh. Deswegen würde ich jetzt gucken, eigentlich das Schlachtschiff irgendwie noch weiter runter zu ballern. Nur, der greift halt höchstwahrscheinlich eh mit der vollen Stärke an, oder? Einzeleinheit. Die Einheit greift immer so an, als hätte sie die maximalen Stärkepunkte. Dann ist es wurscht.
dann ist es egal, ob ich ihn jetzt auf 3 runterschieße oder ob ich ihn auf 7 runterschieße. Das ist völlig egal. Hier zählt nur rausnehmen. Rausnehmen, rausnehmen, rausnehmen. Es zählt nichts anderes. Solange die auf dem Schlachtfeld sind, ist es völlig wumpe, welche Stärke die haben. Es zählt nur, die rauszubringen. Und das schaffe ich bei beiden jetzt gerade nicht. Und dann spare ich mir natürlich die Punkte. Und ziehe mich jetzt hier erstmal noch weiter zurück. Dass wir außerhalb von seinen blöden Flugzeugen sind. Die müssen als nächstes unbedingt raus. So ätzend. Okay, das U-Boot bleibt dort stehen. Hier haben wir noch einen Zerstörer. Der kann eh nichts machen. Der fährt mal noch hier ran. Also einfach nur Kampfkraft bündeln und gucken, dass man die da mit einem Schlag rauskriegt. Was anderes ist hier nicht, ist keine andere Devise. Hier ist es genau das gleiche. Es bringt mir nichts mehr, jetzt die 5 Damage einzuhandeln, weil da habe ich ihn auf 7. Und er greift danach eh wieder mit voller 10er Stärke an. Das heißt, es muss eh das Flugzeug machen. Ja, okay. Was für eine Erkenntnis. Was für eine Erkenntnis. Der hier ist noch gefährlich. Der ist richtig gefährlich. Was hat denn der für eine Reichweite? 12. Der kann auf jeden Fall... Ah, der kommt dann nirgendwo hin. Hier, auf den hier kommt er höchstwahrscheinlich. Dann fahr doch mal. Na gut, der kommt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er kommt so oder so an ihn ran. Ich will die jetzt aber... Na, wir versuchen das mal. Wir ziehen sie mal dahin. Mal gucken, was das bringt. Ich habe keine Ahnung, ob es was bringt. Aber wir haben ja vorhin gesehen, in der letzten Folge, dass er hier mit einem Schuss das Ding rausnimmt. Großartig. Gut. Die Hummel zieht sich mal zurück. Kann von dort auch schießen, das ist okay. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in einen Rundenwechsel und harren wir der Dinge, die jetzt passieren. Ah ja, er versucht jetzt dort oben. Nein, das tut weh. Oh, oh Alter, ernsthaft. Ah, er schickt Geleitschutz mit. Interessant. Das war das U-Boot, würde ich sagen, oder? Tschüss! Okay, mein Freund und Kupferstecher. Wir haben hier zwei. Wir haben einmal eine Typhoon und einmal eine Spitfire. Wir haben hier eine Spitfire. Wir haben hier seine Wellington und seine Mosquito. Die beiden sind die kritischen Punkte hier in dem Ganzen. So. Natürlich müssen wir erstmal gucken, dass wir den Geleitschutz da rauskriegen. Das ist natürlich eine BF, die ist scheiße. Und in der Hoffnung, dass wir ein Flugzeug hier uns sparen können, dass wir dann aufmunitionieren können. Minus 2. Halt einfach partout nicht raus, das ist das Problem. Der Tipp war ja, ich soll 6 Flugzeuge mitnehmen, jetzt haben wir glaube ich 8 Jäger. Und es ist immer noch ätzend. So.
ist denn der? Wo ist denn der hingefahren, der Kacki hier oben? Hat der sich verdünnisiert oder was? Hat der nicht die Pioniere hier einmal angegriffen? So, nimm ihn mal raus. Das hat ja super funktioniert. Nicht. Eins vorrücken bringt nichts, weil dann geht er wieder vom Berg runter. Also wichtig wäre eigentlich, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wenn er hier die Stadt bombardiert, ist mir das relativ wumpe. Das ist eine Hurricane und das ist die Swordfish. Und wir haben hier unten halt noch das Problem mit einer Spitfire. Oh, das gibt es nicht. Jetzt nimm die raus, verdammt nochmal. Ey, das kotzt mich an, diese Vorhersagen, dass die nicht stimmen jedes Mal. Immer, vor allen Dingen, es ist nie in den Momenten, wo es egal ist, ob ich ihn jetzt von 10 auf 7 oder von 10 auf 6 runterschieße, sondern es sind ganz oft diese Killshots, wo er mir eine Prognose gibt, die genau passt und dann macht der Herr Lester ihn halt genau auf 1 stehen. So, ihn munitioniere ich jetzt auf. Ihn frischen wir auf. Wir lassen ihn jetzt hier noch. Wow. Warte mal, kann er ihn rausnehmen? Ja, könnte er. Aber dann steht er ohne Geleitschutz da. Das ist natürlich auch nicht geil. So, du, dich würde ich ganz zum Auffrischen nutzen. Können wir den Jäger von hier oben entbehren? Was ist hiermit? Guck mal, kann ich ihn da hinstellen? Und du, warte mal, ich kann mal da oben benutzen. Nimm ihn mal raus. Okay, wen fokussieren wir als nächstes? Wir bräuchten jetzt ihn hier. Wir haben hier noch einen Jäger. Guck mal. Bis wohin kommt der? Der kommt bis dahin. Wir müssen die Jäger auf jeden Fall beim nächsten Mal auffrischen. Ist die Flak in der Nähe? No, bisschen nicht. Die Flak frische ich jetzt mal auf. Dann können wir es in der nächsten Folge wieder oder im nächsten Zug wieder ranziehen. So, er. Er könnte jetzt ihn angreifen, macht auf ihn eine minus 3. Er könnte ihn angreifen. Also er macht ihn auf eine 7 und ihn bringt da auf eine 5. Jetzt nur noch mal kurz gucken. Er hat eine 16er Angriffsstärke gegen Schiffe, er hat eine 12er, also ist er der gefährlichere. Dann fokussieren wir den auch. Er macht natürlich schon eine minus 2. Okay, gut. Dann haben wir jetzt hier noch einen Strategen. Der kann ihn mal fokussieren, das ist gut. Mit Glück kriegt er ihn vielleicht sogar raus. Vielleicht können wir ja mal High Roll machen. Ja, wofür auch. Gut, dann schieß ihn raus. Und zieh dich hier hinten zurück. So, jetzt haben wir noch den Zerstörer. Der geht mal auch hier in die Ecke. Den würde ich jetzt ungern verlieren. Wir haben ja noch ein paar Schiffe, die voll sind. Ne? Da können wir erstmal die einsetzen. Okay, wir haben hier noch einen Strategen. Den fülle ich jetzt schon mal auf. Und jetzt überlegen wir, auf wen wir gehen. Eigentlich bleibt uns da nur er. Das ist der Einzige, der noch da ist. Okay, dann Feuer frei. Okay, der geht raus. Gut, das ist in Ordnung. Damit haben wir uns hier erstmal den potenziellen Schiffen erwehrt. Hier oben steht aber noch was und hier natürlich auch. Das ist aber trotzdem schon ein deutlicher
Fortschritt als beim letzten Mal. Wo der Zerstörer hier oben hingefahren ist, ich habe keine Ahnung. Ist er hier oben reingefahren und wir sehen ihn deswegen nicht mehr? Das kann natürlich sein. So, ihn möchte ich hier ganz gerne noch raus haben, deswegen... Warte mal, geh du mal da rein, geh du mal da rein. Du kannst dich dann beim nächsten Mal auffrischen, greif ihn an, nimm ihn raus. So, jetzt können wir... Haben wir hier noch zwei Jäger. Er macht auf ihn... Okay, perfekt, dann mach das so, du nimmst ihn raus. Plus 3 gegen Luftziele. Fliegerass Stufe 3. Geil. Und natürlich... Leute, sorry, aber das ist... Was ist das für ein Bullshit? Nimm ihn raus. Ich hasse das. So, hier den Geleitschutz, bitte. Warte mal, geh mal dahin. Gib ihm den Bonus, dann macht er... gleich weg. Genau, dann kann er ihn angreifen. Ja, das passt doch. Der wird die nächste Runde auf jeden Fall nicht wiederkommen. So, und jetzt haben wir hier noch einen Strategen, den wir natürlich jetzt hier oben einsetzen könnten, aber ohne Geleitschutz. Das ist wiederum scheiße. Wir haben auch noch eine U. Ja, die könnt ihr jetzt hier halt angreifen. Davon haben wir nicht. Warte mal, geh mal hier hin und... Nee, der ist tatsächlich weg. Der ist tatsächlich weg. Keine Ahnung, wo der hin ist. Okay, Boys and Girls. Wir haben das, glaube ich, diesmal ganz gut gelöst. Besser als in der ersten Folge. Die war eine absolute Katastrophe. Da könnt ihr mir auch gerne nochmal schön die Meinung dafür geigen. Das war halt einfach zu... Ja, also was soll ich sagen? Das war zu leichtgläubig da reingepusht. Ich hatte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass er so viele Schiffe hat. Aber er hat ein paar Schiffe und wir sind aber auf einem ganz guten Weg, das zu managen. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne den Kanal, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer. Das sind Parsival, Kulle, Ködö, Xynam, Irondal und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.